Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Jawohl, liebe Leute, und genau, wir waren beim letzten Mal hier in der nächsten Mission angekommen. Hatten uns hier durchgeschlagen, glaube ich. Und, genau, wir müssen jetzt hier unsere Verstärkung sammeln weiterhin. Was wir hier, was wir gerade tun mit unseren Lanzerpanzern und Heileinheiten. Und, genau, haben wir den schon zugewiesen? Haben wir schon. Okay. Uns fehlen jetzt hier natürlich. Also, das ist eine neue Aufnahmesession. Wir müssen diese Basis hier platt machen. Oh, und wir haben schon einen neuen schweren Mörser mit Bombard. Wir kriegen einen schweren Rumpf. Okay, perfekt. Hochexplosive Mörsergranaten. Was ist das? Bombard. Okay. Einfach schön weiterforschen, weil das ist hier in diesem Spiel ganz wichtig. So. Was mir eingefallen ist, wir brauchen Bunkerbuster tatsächlich, weil die Einheiten und natürlich diese Billy-Raketenhalter, die sind natürlich mega genial. Bau mal bitte Bunkerbuster für uns. Ist jetzt die Frage, welche... Ja, ist eigentlich egal, ne? So. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Spielgeschwindigkeit erhöht. So. Und, damit wir ein bisschen schneller unsere Verstärkung kriegen. So. Dann warten wir mal die Minute ab und dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Mal beim Gegner vorbei und schauen. Oder schauen erstmal, was hier oben so gebacken ist. Geht ja auch. Man muss ja nicht direkt Stress machen, nicht wahr? So, was kann man denn hier noch machen? Man hat eine Mörsergruppe. Boah, ich meine, warum denn nicht hier so als Begleitfeuer? Warum denn nicht? So, oh, aber ich sehe gerade, wir haben keine Energie mehr. Shit. Das könnte ein bisschen krass werden. So, da kommt unsere Verstärkung. Was habe ich denn beim letzten Mal eingeladen? Ah, unsere Raketen. Ja, sehr gut. Das ist noch eine Heileinheit. Gut, das dann haben wir hier. Nein, ihr bleibt mal da stehen. Dann seid ihr bitte Team 1 inklusive dieser Einheit. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen mal noch einmal eine Verstärkung. Und zwar jetzt ein paar Bunker was dann. So, direkt mal 8 Stück. Einfach mal was können. So, dann los. Und währenddessen schauen wir mit Team 1 und 2 mal oben vorbei. Ja, hier seht ihr, wir haben keine Energie mehr. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn die Energie fließt mittlerweile relativ gut, muss man sagen. So, wir haben unsere Midi-Raketenhalter. Ja, schaut euch das an, wie wir die Scavenger hier jetzt platt machen. Diese Waffen, Freunde. Diese Waffen sind einfach krass. Schaut euch das an, ey. Bam, weg mit dem Ding. Wenn ihr euch erinnert, wie lange wir vorher dafür gebraucht haben. Diese Mini-Raketenhalter sind einfach echt krass. Schaut euch das an, da ist das Ding weg. So schnell geht's. Dann einmal schön aufheilen. Ich wusste es nämlich, dass hier tatsächlich nur Also ich wusste es nicht, aber ich hätte mir denken können, dass hier nur Scavenger sind. So, macht alles platt, was euch hier im Weg ist. So. So muss das laufen, Freunde. Diese Mini-Raketen, halt, das ist einfach extrem. So, okay. Wie jetzt? Ja, dann mach die kaputt, los. Mach die kaputt, los. Ui, 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 ja, toll. Kaum bin ich, kaum bin ich losgegangen, kommt die an. Oh nein. Ja, ist okay. Ja, weg damit. Da haben wir jetzt natürlich Bunkerbuster, ne? Das ist uncool hier unten. Okay, dann gehen wir aber mit den Raketendingern nach vorne. Genau so. Eieieiei, okay. Jetzt kommen sie hier angeschissen. Okay. das ist unerwartet.
Aber ich denke aber nicht weiter schlimm. Weil wir haben ja hier unsere Verteidigung aufgebaut, nicht wahr? Ah, sehr schön. Okay, alles klar. Wir können uns neue Verstärkungen besorgen, ja. Machen wir mal viermal davon, zweimal davon, dann brauchen wir nochmal zwei Heiler eigentlich. Ja, Heilige, okay. Wartet mal. So. Drei Heiler am besten und nochmal. Also ich würde meinen Bunkerbuster nicht ungern verlieren, tatsächlich. So, machen wir noch einen davon und schicken los. Das ist natürlich wieder unfair, ne? Kaum bin ich runter. Kaum bin ich nach oben gegangen, kommen die Gegner hier unten angeschissen. Mensch. Aber gut, wir fahren erstmal weiter. Meine Güte. Habe ich noch die schnellere Spielgeschwindigkeit? Ja, habe ich. Okay. Team 2 bitte mit. Ja, schau ich das an. Die machen wir jetzt zum Frühstück platt hier. So muss das laufen. Oh. Mit genug Einheiten passt das. Oha. Ah, wisst ihr was? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir ziehen uns mal lieber hier zurück. Beziehungsweise... Ja, nee. Nee, das schaffen die auch so. Das schaffen die auch so tatsächlich. Es ist halt echt nur krass, dass die da aus dem Schatten kommen, ne? Ach, wartet einfach noch die 50 Sekunden, dann können wir hier mal ein bisschen was besuchen gehen. So. Scavenger-Basis. Ja, wir müssen hier einfach alles platt machen, ne? Eieiei, das ist ganz schön viel Feuer auf die erste Einheit. So. Wir haben jetzt nämlich auch unsere Raketenhalter. So, da sollte jetzt ja unsere Verstärkung kommen. Jawohl. Okay, perfekt. Mir fällt gerade auf... Ja, sehr schön. Das heißt, die Heiler können hier mal bitte hochheilen. Mir fällt gerade auf, dass man da unten theoretisch einen Sensorturm hinbauen könnte. Ja? Da brauchen wir natürlich zwei LKWs für wieder. Machen wir mal. LKW, LKW. Hier davon einen. Und dann nochmal einen Heiler und der Rest sind dann mal Lancer-Einheiten. So, und zwei Bunkerbuster. So. Läuft unsere... Ach, wir produzieren gar nicht mehr. Was ist das denn? Gut, dann produzieren wir mal Bunkerbuster und Lancer. Ja, wo denn, Mensch? Ah, hier unten ist schon eine Basis. Okay. Ah, hier ist der Hintereingang, oder was? Ja. So, da haben wir den Hintereingang gefunden. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt hier gerade die richtige Option war. Heiler, bitte heilen. Danke. So. Stellungskrieg. Aber es sieht gut aus. Die Lancer sind halt richtig krass, ne? Oh, der kriegt Verstärkung. Ja. Na gut, hierfür brauchen wir unsere Bunkerbuster eigentlich, ne? Eieieiei, okay. So, hier, bitte einmal hochheilen. Ah, okay. Wir sammeln hier unten einfach unsere neue Armee an. Ist ja okay. So. Einfach in Bewegung bleiben hier. So, und dann hier drauf. Haben wir keine Billigraketen, Digga, wer doch? Okay. Ja, und die Heiler können eigentlich währenddessen mal nach vorne und hochheilen. Da, zum Beispiel. Den da. Los, heilen. Ja, sehr gut. Und ja. Da kommt unsere nächste Einheiten. So. Dann, achso, ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Sondern... Ja, Lancer-Einheiten als Schutz für die Bunkerbuster. Dann brauchen wir als nächstes... Ja, ich gucke gerade nur auf die
Einheiten hier um. Es ist okay, wenn ihr die alle kaputt macht, weil das war eh nur unser Stoßdruck. Von daher, wir sammeln uns ja eh nochmal neu hier. Noch ein feindlicher Transport, ja sowas. Okay. Aber die Heiler würde ich schon ganz gerne behalten eigentlich. Eieieiei, okay. Aber... ey, wir haben doch schon ganz schön viel Schaden gemacht mit unserem kleinen Stoßtrümmchen hier. Ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Okay. Aber wir haben gut. So, genau, was wollte ich? Sensorturm eigentlich aufbauen, aber... ja, keine Energie natürlich mehr, ne? Und ach, da kommen sie angeschissen, okay. Alles klar. Dann fahren wir schön nach vorne, die Bunkerbuster sind mir eigentlich zu schnell. Jo, alles klar, das habe ich mir schon gedacht. Ah, da ist noch eine Scavenger-Basis hier. Ja, die Bunkerbuster sind mir ein bisschen zu schnell, aber das ist okay. Schritt für Schritt fressen wir uns ja hier durch, dann. So, meine Güte. Das ist ganz schön viel, was hier angeschissen kommt. Also irgendwie, ja. Ganz schön viel. So. Noch schon wieder ein Transport. Meine Güte. So, Bunkerbuster hier rein. Und dann bitte die Gebäude kaputt schießen. So. Ja, seht ihr das, wie schnell das geht? Oh, das ist Energie. Danke. Da ist noch eine Scavenger-Basis ausgelöscht hier. So. Einfach einen gesunden Mix an Einheiten nehmen, dann passt die Sache. So. Da ist die nächste Basis ausgelöscht. Einfach einen gesunden Mix. Oh. Nicht genug Platz im Transporter? Wie? Achso, ich habe ja schon. Oh, ist das viel. Boah, ist das viel, was die da haben. Boah, ist das viel. Wow. Okay. Das ist gerade echt eine Herausforderung. Muss man ja sagen. Das ist gerade echt viel. Okay, du Heiler, bitte. Ja. Stellungskrieg machen wir mal. Ja toll, das sind natürlich jetzt unsere ganzen Einheiten alle weg, ne? Aber ey, wir haben schon 2 von 4 Basen kaputt gebracht. Halt bitte den da hoch. So. Nein. Oh. Ah, verdammt. Was machst du denn da? Du Idiot. Ach, diese Einheit, diese KI manchmal. Ah, ich werk aber gerade. Dass wir vielleicht tatsächlich besser fahren, wenn wir nur Lancer nehmen und keine Miniraketen. Weil die Gegner setzen hier überwiegend Panzer ein. Definitiv. Schaut euch das an, wie viel Schaden wir denen nicht machen. Also, ja. Das ist heftig. Das ist echt heftig, was da alles ankommt. Ne? Wow. Okay. Okay, also Raketeneinheit beriegelt nichts. Alles klar. Das heißt, wir schicken jetzt als nächstes nur Lancer. Okay, Lancer-Panzer. Haben wir da nicht noch mehr? Da haben wir noch einen. Da noch einen. Jetzt mal den Fokus ändern hier. Ach du Kacke. Boah. Ja, das ist schon übel. Was da alles angeschissen kommt. Ja, meine Güte. Da noch mehr Lancer-Panzer. So, und Bunkerbuster. Ja, kann man mal einen machen und... lass mich doch mal erstmal meine Verstärkung auswählen. Ich kann so schnell gar nicht gucken. Ja, Heiler sind irgendwie keine da. Also noch ein Bunkerbuster. Okay, nochmal 2 Raketen, Digga. So.
Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Irgendwie machen die Raketeneinheiten bei uns mehr Schaden als beim Gegner. So, meine Güte, ey. Boah, ist das viel! Boah, ist das viel! Das ist jetzt echt langsam ein bisschen zu viel. Wow. Kannst du mal schießen? Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das viel. Boah. Ja, keine Chance. Mission fehlgeschlagen. Okay. Keine Chance. Missionstimer aktiviert. Wow. Okay. Nicht schlecht. Liebe Gegner, nicht schlecht. Okay, das heißt, ich werde meine Produktion umstellen. Die bringen. Ja, die bringen was gegen Scavenger. Deswegen, okay, lassen wir einfach ein paar. Wir nehmen einfach nur Lanzer-Einheiten und ein paar Heiler am besten. Meine Güte! Also das ist, gut ab. Nicht schlecht. Aber vielleicht auch ein paar Dings mitnehmen. Die hier, Mörsergruber. Okay, wir machen einfach mal ein paar Heileinheiten. Ja, und das war dann schon mal nix. Echt interessant, was die hier alles haben. Konstruktion abgeschlossen. Ja, wir haben hier jede Menge Lanzer-Einheiten. Von daher, das passt schon. Das passt schon. Konstruktion abgeschlossen. Ich glaube, ja. Aber so ein gesunder Mix ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Mit Bunkerbustern. Bunkerbuster haben wir jetzt natürlich gar keine produziert, ne? Mach mal Bunkerbuster. So. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja, und da geht auch schon unsere Energie zu Neige. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen uns sammeln einfach. Ja, uns sammeln. Oder sollen wir einfach voll auf Einheiten gehen und scheiß auf Heilung? Könnte man machen, ne? Könnte man machen, definitiv. Ich sag mal gespannt. Wie wird das Opfer das am Ende schaffen? Verstärkungen sind eingetroffen. So, Verstärkungen. Danke. So, das sind die Raketen. Dann schicken wir mal die nächsten. Und zwar. Ja, Lanzer und Bunkerbuster, würde ich jetzt sagen. Lanzer. Und noch ein Bunkerbuster. Wenn wir einen haben. Ne, wir haben keinen. Okay, dann nehmen wir einfach eine Einheit mit. So, dann auf die nächsten Einheiten warten hier. Das heißt, hier oben werde ich erstmal nicht hingehen. Weil wir ja wissen, dass die dann hier angeschissen kommen, nicht wahr? So, wir sind im Videosbereich, was die Energie angeht. Ja, das ist ja ganz klasse. Okay. Das heißt, hier können wir alle auch zu Gruppe 1 hinzufügen. Ja, das sollte passen soweit. Okay. Das heißt, wir können mal Gruppe 2 bitte nicht nach ganz vorne. Ja, guckt euch das an. Das ist halt mega krass, dass die so eine fette Reichweite haben, die Raketendinger. Ne? Wir machen erstmal diese Scavenger-Basis hier platt. Im Vorbeifahren einfach. So. Gott. Machen wir die erstmal platt hier. Ja, wobei die Raketen. Die machen jetzt auch nicht so viel Schaden bei den Scavengern. Also. So, da war schon die 2 von 4 Basen platt gemacht. Und warum kommen die hier schon? Das war so nicht geplant, Leute.
Da kommt schon wieder unsere nächste Verstärkung. Das ist gut. Und ihr schießt direkt die Panzer kaputt. Verdammt mal. So. Das heißt, wir können das hier alles... nein. Das war jetzt verkackt. So, Team 3. Und dann bräuchten wir eigentlich nochmal... zu hochheilen. So. Ja. Das ist jetzt interessant, dass die angekackt kommen mit ihren Mörsern. Ihr bitte den hier hochheilen, weil der zieht gerade das Feuer auf sich. Ja, da hauen sie ab. Ja, da hauen sie schon ab. Okay. Das heißt, wir können neue Einheiten schicken. Einen Heiler. Dann hätte ich ganz gerne mehr Bunkerbuster. So, haben wir denn? Zwei Stück haben wir. Okay, noch einen Heiler dazu und der Rest wieder Lancer. Gut, dann einmal losschicken. Ja, nichts mehr hier mit Schluss mit lustig. Definitiv Schluss mit lustig. So, ihr heilt schön, das ist gut. Team 2 kann bitte den da hochheilen. So. Ach du Scheiße. 88 feindliche Strukturen, wow. Was ich doch gar nicht so einbezogen habe in meine Planungen, ist, dass die Einheiten ja Erfahrung sammeln können. Ne? Weil wenn ich die anklicke, guck mal. Erfahrung 9,5 geübter. Das heißt, je mehr Erfahrung die Einheiten haben, desto mehr Damage machen die auch. Ne? Und guck mal, wie die Panzer jetzt kaputt gehen. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig so, dass wir hier die Lancer einfach... Ja, guckt euch das an. Die Panzer gehen einfach zack weg. Oh shit. Okay, das ist doof, dass sie da jetzt einen Mörser stehen haben. Aber kein Problem, weil die machen wir einfach so zack weg. So, und auf den Mörser da. Jo, auf den Mörser. Ja, okay, nee, dann. Ich möchte keinen verlieren. Jede Einheit ist hier wichtig, verdammt nochmal. So. So, Gruppe 2 bitte heilen. Und weiter geht's. Puh, okay, alles klar. Das haben wir verteidigt. Jawoll. Wow, okay. Dann haben wir schon eine ganz schön schlagkräftige Armee. Schlagkräftige Armee zusammen hier. Ich würde aber trotzdem noch verklagen, wir nehmen uns noch mehr mit. So, so viele Heiler brauchen wir eigentlich gar nicht, die wir hier haben. Also eigentlich, ja, ist eh vorbei, die Produktion. Okay, weitere Lancer einfach. Ein paar Raketendinger. Oh, wir haben keine Lancer mehr, warum ist denn? Doch, da ist noch einer. Okay, und dann einfach noch, ja, ein Raketenteil, komm. So, dann machen wir hier Produktion Lancer. Jede Menge Lancer. Ey, nicht aus dem Schatten, das ist unfair. So, und weg damit. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann können wir mal ein bisschen vorrücken. Aber wartet mal, aber wir machen erstmal hier... Gruppe 2, Gruppe 1, nehmen wir die noch dazu. So, dann passt das. Danke, war nach vorne. So, schön hochheilen währenddessen. Passt. Ah, die Bunkerbuster nicht so schnell. Die sind halt zu schnell. Ah, da müssen wir den Antrieb eigentlich nochmal. Ja, weil das Halbketten sind, deswegen. Okay. Bunkerbuster müssen tatsächlich, müssen wir mal modifizieren. Beim nächsten Mal. Aber ich würde sagen, wir versuchen das jetzt erstmal hier. Na komm. Komm schon. Ja, was wollt ihr, hä? Wir machen euch jetzt alle nacheinander platt hier. Die gehen sich immer reparieren, das ist das. Ah, und weg damit. Ha, sehr schön. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal. Auto. Alpha 1. So, und dann kommt auch schon gleich unsere nächste Verstärkung. Jupp. Alles klar. Oh, die haben wir gar nicht mitgenommen, aber ist okay.
Dann schicken wir einfach direkt die nächsten. Nächsten wollte ich gerade sagen. Ja, danke. Noch mehr Lancer. Einfach Lancer nehmen. So, nächste Einheiten schicken. Weil wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir ein paar Einheiten immer in der Basis lassen. Weil, ja, sonst kann das passieren, was eben passiert ist. Und wir, ja, verlieren deswegen. Ja, die Bunkerbastard, die müssen wir dringend modifizieren, dass die nicht so schnell voranfahren. So, bitte hochheilen, Team 2. Bitte hochheilen. Der zieht das Feuer gerade auf sich. So, und dann können wir hier eigentlich, ja, weiterfahren. So, und jawohl, dann alle auf diesem Turm da. Genau, und währenddessen kann Team 2 bitte weiter hochheilen. Da ist die Einheit, da ist die Heileinrichtung da von denen. So, weg damit. Sehr gut. Jetzt, okay. Dann macht die Panzer da kaputt. Oh, die sind ganz schön befestigt hier. Muss man ja sagen. Also nicht schlecht, wie das hier abgeht. Aber Schritt für Schritt beißen wir uns da durch. Immer schön hochheilen, Team 2. So. Diesen Turm da noch wegmachen. Ja, okay. Alles klar, da kommt der nächste da. So, und weg damit. Und tschüss. Jawoll. Aha, perfekt, Freunde. Das ist richtig gut. Oh, was ist das da oben? Weg damit. So, und wir können uns schon wieder die nächsten Einheiten holen. So, 10 Stück. Nicht vergessen hier. So. Und Team 2, bitte den da hochheilen. Was macht ihr denn? Und den da. Immer schön dran denken. Ah, und wir sind in der Basis angekommen. Jawoll, okay. Team 2, bitte ihn hochheilen. Danke. Ah, Waffenfabrik ist platt. Okay, sehr gut. Team 2, bitte hochheilen hier. Ah, sehr schön. Ja, so kriegen wir das hin. So kriegen wir das tatsächlich hin. So, okay. Wir können Artefakte einsammeln. Ah, ja. Okay. Mehr ist es tatsächlich nicht. Nur diese Basis und da ist Energie für uns. Danke. Können wir gebrauchen. Ja, wunderbar. Wir haben uns erfolgreich hier durchgebissen. Finde ich gut. Die Mini-Raketen können eigentlich diesen Turm da oben platt machen, ne? Aber was können die Lancer auch? So, was ist denn jetzt da oben? Ah, die gehören noch dazu. Wie Gebäude wird... Wo? Na gut. Oh, diese Mauern hier kaputt. So, alles klar. Wie kommen wir dann da hin? Ah, wir müssen einfach hier... Da kommt unsere... Ah, perfekt, die Raketen. Einmal hier durchschießen. So. Kapping, weg mit der Mauer. So, einfach durchballern. Ja, warum denn nicht? Wir müssen noch zwei Basen platt machen. Und es sind noch irgendwo 49 feindliche Strukturen. Ah. Das war's. Ja. Also eigentlich, gutes Timing, weil da ging meine Uhr. aber ich würde sagen, die Mission machen wir jetzt noch zu Ende. Das ist ja nicht mehr viel, was da oben ist. Sind ja nur noch Scavenger. Okay. Ja, ganz genau die hier. Aber wie gesagt, nicht schlimm. Nichts Schlimmes dabei. Ah, wartet mal. Lass mal ein bisschen Abstand von dem Turm daneben. So. Jawohl, das heißt, da oben ist noch Energie. Die können wir auch gebrauchen. Gruppe 2 kann währenddessen weiterhin hochheilen. Ah, und weg damit. 4 feindliche Strukturen noch vorhanden. Ja, hier hinten die. Okay. Die Scavenger-Basis ist platt.
Ein Glück, dass wir gut gepanzerte Einheiten haben hier. Aber da ist die nächste Struktur. Also Gebäude. Und ja. Haben wir noch zwei. Einfach hier die Runde drehen, ne? Sogar noch doppelte Spielgeschwindigkeit. Okay, das passt schon. Ich hatte nämlich befürchtet irgendwie. So, das war's jetzt aber, oder? Okay. Gut, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir alles kaputt gemacht haben. Ich würde mal sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Dann geht's beim nächsten Mal in die nächste Mission, würde ich sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr es gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.